Einen schönen guten Morgen wünsche ich mal wieder. Ich habe das Hostel verlassen und fahre jetzt in die Innenstadt und werde da meine nächsten 5 Tage verbringen, beziehungsweise 5 Nächte. Da war gerade mein Akku leer. Ich bin jetzt in Sydney angekommen direkt, muss jetzt noch das Hostel suchen und dann kann ich hoffentlich auch gleich einchecken. Jetzt bin ich hier in so einer Art Chinatown oder so gelandet. Nicht so richtig, aber so ein bisschen. Hier gibt viele chinesische Restaurants und so. Auf jeden Fall ist es hier wie im Rest von Sydney, was ich bisher gesehen habe, auch echt schön. Ja, das war mal ganz hübsch. Ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt langsam zurückgehe, dass ich dann auch einchecken kann. Das wäre echt immer super. Dann kann ich meine Sachen mal ablegen. Vielleicht mal ein Video hochladen. So, ich konnte endlich rein ins neue Zimmer. Und das geht eigentlich. Sieht ganz gut aus. Wurde irgendwie schlecht an dem... Also es war in der Beschreibung nicht so gut, aber ich finde es hier ganz okay. Und das Zimmer sieht jetzt mal so aus. Ja, und die Kamera funktioniert wieder. Einigermaßen zumindest. Ich weiß nicht, wie lange. Ich nehme das Objektiv jetzt nicht mehr ab. Jetzt funktioniert es mal, das ist ganz gut. Und ich habe jetzt auch gerade schon wieder ein paar Fotos gemacht. Ich werde heute Abend auch nochmal zum Opera-Haus gehen beim Sonnenuntergang und das Ganze fotografieren. Da habe ich richtig Lust zu. Ich habe mir jetzt hier mal Highspeed-Internet geholt und ist zwar nicht ganz Highspeed, aber es geht richtig schnell. Ich dachte mir, dann kann ich mal die Videos aufholen, weil ich habe ja noch einiges zum Aufholen und jetzt zieht euch mal das rein. Bisschen über 20 Minuten für ein Video. Das ist richtig gut. Dann kann ich heute Abend noch mal wieder eins schneiden und noch eins hochladen. Ich bin jetzt wieder zurück in die Stadt gegangen und zieht euch mal das Gebäude rein. Es hat überall außenrum so Pflanzen. Das sieht total cool aus. Und war auf der Suche nach was zu essen. Aber alles, was bezahlbar war, war McDonald's, KFC und Hungry Jack's. Und ich habe echt keinen Bock auf sowas gerade. Ja, und deswegen bin ich gerade noch richtig am Hungern. Das ist halt echt doof. Aber ich hoffe, ich finde bald noch mal was zu essen. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem immer noch wunderschönen Sydney. Heute hat ein neuer Tag begonnen und ich werde mal zu einem Hafen fahren und mich hier noch mal ein bisschen umgucken. Vielleicht auch mal eine Blue Mountains Tour buchen, wenn ich schaffe. Und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Und es ist laut hier. Aber es ist trotzdem schön. Aber erstmal suche ich für meine Kamera einen Filter. Ich hoffe, dass ich sowas finde hier und es nicht zu teuer ist. Denn ich habe wieder richtig Lust, Fotos zu machen. So, ich habe jetzt den Filter gekauft. Also mal schauen, ob ich damit so umgehen kann, wie ich mir erhoffe. Beziehungsweise, dass er genau den Effekt erzielt, den ich erhoffe. Und ich gehe jetzt zum Hafen über die Harbour Bridge. Es wird wohl eine Weile dauern. Aber bevor ich da die Fähre nehme und dafür bezahle, gehe ich lieber zu Fuß. Es ist schon wieder so warm und ich gehe schon wieder zu Fuß. Das ist krank, anstatt mal die Fähre zu nehmen oder so. Aber dafür kann man, wie hier zum Beispiel, auch mal runtergehen und sich was angucken, wo ich sonst nicht lang gekommen wäre. Und das ist das hier, das sieht nämlich ganz schön aus. Da mache ich bestimmt auch mal jetzt 1-2 Fotos. Wieder so weit. Ich gehe jetzt bestimmt schon wieder so 3/4 Stunde, seit ich über die Harbour Bridge bin. Und davor bin ich auch schon mal bestimmt eine Stunde rumgelaufen. Und es ist noch eine 1/2 Stunde oder so und das Ganze muss ich wieder zurücklaufen. Aber es sieht schon ganz schön aus hier. Dieser Weg ist echt beautiful. Ich bin ja gleich da. Will ich hier lang gehen und da sehe ich da oben nur diese fette Spinne. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Also ich gehe da lieber mal außen rum. Die ist halt richtig ekelig. Ich bin auf der anderen Seite und ich mache mal ein Foto davon, blende das dann ein, aber das ist richtig ekelig. Jetzt bin ich da angekommen und da ist halt nichts. Da ist ein Haus. Und jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen weiter, weil ich gesehen habe, dass da irgendwie, also dass ich hier jetzt ja recht nah am Fluss bin. Und ich hoffe, eine schöne Aussicht zu bekommen, um auf die Skyline mal zu gucken. Ja, das ist doch schon mal ganz schön. Aber immer noch nicht der Ausblick, den ich mir erwünscht habe. Richtig schön schon wieder hier. Ich mache jetzt hier geh diesen Weg da lang und hoffe immer noch auf eine schöne Aussicht mal. Aber bisher hat sich das noch nicht so ergeben. So ein bisschen, was kann man da schon sehen? Aber noch nicht so richtig. Noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil von hier sieht man jetzt einfach mal da hinten die Harbour Bridge. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber ziemlich genau da ist das Opera House. Und ansonsten hatte ich noch nicht so die Aussicht, aber ich gehe noch ein bisschen weiter in die Richtung wieder zurück. Denn ich glaube, von da habe ich eine gute Aussicht auf die Skyline.
Ich bin jetzt hier nochmal irgendwo reingegangen und ich weiß ja nicht, wo es hinführt, aber auf jeden Fall hat man hier mal ein bisschen Natur in dem eigentlich sehr touristisch und menschenbelasteten Sydney. Noch ein bisschen runtergehen, das mache ich jetzt auch mal. Aber das sieht doch geil aus. Ich wollte eigentlich immer mal weniger geil sagen, aber das geht echt schwer, weil hier ist einfach alles so schön, dass man immer geil sagt. Hier hat man auch überall diese Lizards. Total cool. Ich meine, die sind hier wirklich überall, deswegen nichts mehr Besonderes, aber irgendwie hat es immer doch noch mal was anzusehen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Das heißt, ich muss quasi da hinten zu der Brücke, zur Harbour Bridge. Und da kann ich nur einmal so ganz außen rum darüber und dann wieder da hinten nach Sydney. Was schon hier auch sehr beeindruckend aussieht. Ne? Und da hinten war noch der Zoo, der Taronga Zoo. Ich habe kurz überlegt, da reinzugehen, aber da kostet 46 Dollar. Und 46 Dollar ist eindeutig zu viel. Oh, Spinne, verpiss dich. Und ja, jetzt gehe ich die anderthalb Stunden, war 2 Stunden wieder zurück und gehe zum nächsten Hafen. Aber das mit dem Hafen hier war nicht. Der war hier, also den gibt's nicht oder der ist nicht hier oder keine Ahnung. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Und ich versuche jetzt mal den Weg zurückzufinden. Ohne Google Maps. Das wird nicht bei meinen Orientierungskünsten. So, ich war jetzt mal beim Hostel und bin da irgendwie ein bisschen stecken geblieben für ein paar Stunden. Hab mich erst ein bisschen ausgeruht, dann habe ich auch noch auf ein paar Videos geguckt, ein Video hochgeladen wieder. Aber deswegen ist es auch schon relativ spät und heute mache ich nicht mehr viel. Ich gehe jetzt noch zu dem Hafen, wo ich ein bisschen fotografieren möchte. Und dann esse ich und dann gehe ich eigentlich auch schon schlafen. Das finde ich auch mal cool, da gibt es ein Restaurant, was quasi auf dem Schiff ist. Beziehungsweise ein Schiff, was ein Restaurant ist. Ja, egal wie rum. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Hätte ich Geld über, würde ich da hingehen. Das finde ich schon mal sehr, sehr klasse. Ich habe jetzt noch mal ein paar Fotos gemacht. Ich glaube, da ist ein bisschen was ganz Gutes bei. Ich werde die am Ende vom Video noch mal einblenden. Ich glaube, es ist auch ein ganz guter Zeitpunkt für heute den Vlog zu beenden. Vielen Dank fürs Einschalten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.